Eine Menge Programm. Hans-Dieter Heumann, der Sicherheitspolitik-Experte in Berlin. Ich grüße Sie. Grüß Sie. Nehmen wir uns mal den wichtigsten Punkt raus, der heißt Frieden. Das große Ziel dieser G7 ist, irgendwie Frieden zu schaffen. Wie weit ist man da oder was kann G7 überhaupt tatsächlich erreichen? Ja, also der Krieg gegen die Ukraine steht sicherlich ganz im Zentrum dieses Treffens. Allerdings möchte ich gleich sagen, dass nicht so viel beachtet auch der Umgang mit China eine Rolle spielen wird. Konkret wurden schon Sanktionen beschlossen. Man könnte zusammenfassend sagen, es geht jetzt darum, nachdem es schon so viele Sanktionen gibt, Lücken zu schließen. Da ist man dabei. Ich schließe nicht aus, dass man auch über Kampfflugzeuge sprechen wird am Rande dieser Veranstaltung. Es geht ja immer nur um nationale Lieferungen, also die G7 als solche liefert nicht. Wichtig finde ich auch den Satz, der jetzt schon im Kommuniqué zu sehen ist, dass die G7 einen bedingungslosen und vollständigen Abzug russischer Truppen aus der Ukraine fordern. Das ist die ukrainische Position. Und vor allem betonen, dass das für jede Friedensinitiative, um zu Ihrer Frage zu kommen, gelten muss. Das heißt, auch für eine chinesische Friedensinitiative muss es gelten, dass der vollständige und bedingungslose Abzug russischer Truppen am Anfang steht. Wissen Sie, ob man das genau definiert hat, ob dann die Krim auch dazu gehört? Wenn man sich zur territorialen Integrität bekennt, und das steht da auch drin, ist auch die Krim dabei. Ja. Es geht ja auch um die Selbstverteidigungsfähigkeit. Da ist ja jetzt nun auf allen möglichen Ebenen, nicht nur bei G7, sondern auf ganz anderen Kanälen noch sehr viel Bewegung in Gang gekommen. Gott sei Dank, kann man sagen, um die Ukraine zu ertüchtigen, sich zu verteidigen. Reicht Ihnen das? Reichen Ihnen diese Signale oder fordern Sie mehr tatsächliches Handeln und Umsetzung? Also man kann ja sagen, dass die Gegenoffensive, die angekündigte, die ukrainische, dass die bevorsteht. Ob sie wirklich schon begonnen hat, das kann man so nicht sagen. Und sie wird länger sein, vielleicht, dass viele denken, vielleicht ein paar Monate. Und für den Augenblick ist die Ausbildung ukrainischer Truppen bei uns, auch in Deutschland und in Großbritannien, zusammen mit bisherigen Lieferungen schon ein sehr guter Anfang für diese Gegenoffensive, die eben länger dauern wird. Und deswegen ist jetzt der Westen aufgefordert, noch stärker zu liefern, damit die Ukraine durchhalten kann und auch vielleicht die Frage der Kampfflugzeuge zu diskutieren. Die Gegenoffensive ist eben auch eine Offensive. Und hierfür braucht man auch Kampfflugzeuge. Ja, vor allem Luftsicherheit, das ist das große Thema wohl. Und Präsident Zelensky hat ja angekündigt, er will auf den G7-Gipfel nach Japan reisen. Was kann er dort erreichen oder ist es einfach nur wichtig, dort auch Flagge zu zeigen, um auch dem russischen Machthaber Putin zu zeigen, Achtung, ich bin international unterwegs, um dich weiter zu isolieren? Ja, das ist ja einfach so, dass Russland immer mehr isoliert wird. In der Nuklearfrage, in seinen Drohungen sogar unterstützt China das nicht mehr. Aber ich glaube, wenn man die bisherigen Reisen Selenskys im Gedächtnis hat, dann geht es um weitere Waffenlieferungen. Und das an einer Gegenoffensive, die gerade beginnt. Wir reden gleich weiter. Herr Heumann, wir reden weiter, aber über zwei Punkte. Der erste ist Assad und der zweite, dann schauen wir noch mal auf den ukrainischen Präsidenten. Also, dass Assad jetzt wieder hoffähig gemacht wird international, halten Sie das für den richtigen Zug oder ist es auch ein Schachzug oder ist es auch ein Kalkül? Also, ich glaube, es war unvermeidlich. Assad ist 2011 ausgeschlossen worden auf dem Höhepunkt des damaligen sogenannten arabischen Frühlings, von dem ja nichts mehr zu sehen ist. Und schauen Sie selbst, was jetzt in diesen 10, 12 Jahren passiert ist. Syrien ist verwüstet, 12 Millionen Flüchtlinge sind unterwegs. Es gibt übrigens fast eine halbe Million Tote. Also
ihn zu isolieren, ihn auszugrenzen, hat dem Land bisher überhaupt nichts gebracht. Und Assad kontrolliert noch 2/3. Ich glaube, eine Lösung für Syrien muss ihn einbeziehen. Also das heißt, da kann gar nichts Schlimmeres mehr passieren. Das wollen wir zumindest hoffen. Aber also ja, manchmal ist die Geschichte auch die Ironie der Geschichte. Ist das Land stabiler geworden, also in der Betrachtung von draußen, und stabilisiert die Region? Ist das das, was dann trägt und zählt? Nein, das Land, wie ich gerade sagte, ist am Boden. Und es geht darum, eine Lösung zu finden und auch es wieder aufzubauen. Und wir haben zum Beispiel bei den humanitären Lieferungen gesehen, dass Assad das blockieren kann. Also man braucht ihn, um damit voranzukommen. Das hat Saudi-Arabien als Gastgeber gesehen und bezieht ihn da ein. Obwohl es nicht Saudi-Arabien war, das das angeregt hat. Ich glaube, das waren die Vereinigten Arabischen Emirate. Vielleicht könnte man noch eins sagen. Die Arabische Liga ist ja so ein loser Club und sie hat mehrere Kriege zugelassen, Sudan und Jemen, das steht ja auch auf der Agenda dieses Gipfels. Man kann diesen Gipfel auch mit einer positiven Note so sehen, dass die Arabische Liga, die Länder der Arabischen Liga versuchen, die Fragen der regionalen Sicherheit wieder in die eigene Hand zu nehmen. Nachdem dort in dieser Region es ja Machtverschiebungen gegeben hat, sich Iran und Saudi-Arabien angenähert haben, der Einfluss der USA zurückgegangen ist, China Einfluss gewinnt. Also hier ist die Arabische Liga, will ein Akteur sein und sich um seine eigene Region kümmern. Ja, da geht die Reise lang. Und dann kommt dann auch noch Präsident Selenskyj aus der Ukraine angereist und sozusagen reingeschneit. Was kann Selenskyj dort wollen? Was kann er erreichen? Entschuldigung, ich habe den ersten akustisch den ersten Teil nicht verstanden der Frage. Ganz plötzlich einfach, dass nun auch noch Präsident Selenskyj dort anreist. Was kann er erreichen? Was kann er im Schilde haben? Selenskyj ist auf Einladung des Gastgebers, also Saudi-Arabien, da. Saudi-Arabien hat bisher in diesem Krieg schon eine Rolle gespielt. Es hat ganz zu Anfang des Krieges schon Gefangenen Austausch organisiert, es hat humanitäre Hilfe geleistet. Es ist ein Land, auch ein Land, was Vermittler sein will in diesem Konflikt, zusammen übrigens ja auch mit afrikanischen Staaten. Es gibt auch eine afrikanische, wo auch arabische Staaten mitmachen. Und ich schließe nicht aus, obwohl ich das jetzt nicht weiß, dass es auch um Lieferungen von, dass es auch um militärische Unterstützung gehen könnte, vielleicht Drohnen. Aber das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber vor allen Dingen geht es auch um Saudi-Arabien, vermuten Sie auch, weil Saudi-Arabien da doch sehr relativ eng auch mit Russland zusammenarbeitet und sich auch dementsprechend verhält. Da geht es ja um ganz andere Interessen, zum Beispiel auch um Öl. Ja, Saudi-Arabien, also wir haben hier diese Kräfteverschiebung in der Region. Wir haben Saudi-Arabien ja ursprünglich als Gegner auch von Assad. Und wir haben auch die Tatsache, möchte ich erwähnen, dass ja diese arabischen Staaten in den Abstimmungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen, unter denen waren, mit ganz wenigen Ausnahmen, ich glaube Algerien, unter denen waren, die für eine Verurteilung des russischen Krieges gestimmt haben. Also in diesen Versuchen, auch Länder des Südens, wie wir sagen, einzubeziehen, spielt Saudi-Arabien auch für uns eine große Rolle. Es ist also im Interesse, dass hier Selenskyj vor Ort ist. Übrigens wird immer gesagt, überraschend, natürlich alle Besuche von Selenskyj im Ausland werden geheim gehalten und sind dann überraschend. Ja, natürlich überraschend bekannt gegeben. Und Selenskyj nimmt das eben selbst in die Hand. Hans-Dieter Heumann, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung zu diesen beiden Themen. Gerne.